Test, Test, 1, 2, 3. Hallo ihr da draußen. Ja, ich lebe tatsächlich noch. Es gab jetzt längere Zeit kein Video. Das hatte ja private und dienstliche Gründe. Aber ich verspreche euch, diese Zeit ist vorbei. An dieser Stelle möchte ich noch Sascha und Pascal grüßen. Sascha, mein Lieber, ihr bekommt auch noch einen Live-Gruß im nächsten Motovlog. Das verspreche ich euch. So, lehnt euch zurück. Es geht weiter mit dem Video. Moinsen, liebe Freunde. Ich begrüße euch zu einem weiteren Video. Das Wetter ist ein bisschen kacke, aber nicht schlimm. Es ist warm genug, es sind 14 Grad, Lederjacke klärt. Ich befinde mich gerade auf dem Weg zu einer Sandkuhle und folge da der Einladung von Wollschnitzel. Der hat gesagt, Junge, komm mal vorbei, wir machen ein Quad-Treffen und komm mal rum. Da dachte ich mir, ja gut, warum denn nicht? Dann geht das los. Jetzt befinde ich mich auf dem Weg dahin. Schaut mal bei dem auf Instagram vorbei. Ich blende den mal ein. Der hat auch einen YouTube-Kanal. Der macht Vlogs mit einem Quad. Ganz nice anzusehen. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Lasst vielleicht ein bisschen Liebe da. Ich fahre da jetzt mal hin. Bis gleich. Da fährt ein Quad. Da hinten fährt auch ein Quad. Überall fahren Quads. Wo muss ich denn hin? So, Wolli habe ich erreicht. Ich soll den Weg hier folgen. Und dann gibt es da irgendwo eine Möglichkeit. Oh Gott. Harley Offroad. Gut, dass ich dich noch nicht gewaschen habe, kleine Maus. Alter. Brauche ich eine Enduro oder was? Hier ist ja überall Zaun, da komme ich doch niemals rein. Da steht irgendwas auf zwei Rädern. Da sind sau viele Menschen. Boah, da fallen nicht rein, Alter. Geht voll ab. Gucken, ob die noch ein bisschen was zeigen hier. Ja, guckt euch mal die Location an, die ist ja perfekt für hier Quad und ATV. Heftig. Ja, und Alter, ist die laut. Heftig. Und da kommt er wieder. Ja, Mann. Sieht so einfach aus, ne? Aber das ist bestimmt unglaublich schwer. Jo, das sieht auch fett aus mit den LEDs vorne. Hübsches Quad. Hübsches Quad. Freunde der Nacht, der kleine Einblick in eine andere Welt ist beendet. Wir fahren jetzt noch schnell schön was essen. Ah, das sieht schon ganz nett aus jetzt. Ich fühle mich vollkommen fehl am Platz. Und meine kleine Offroad-Harley, die glaube ich auch. Eieiei. Wir steuern jetzt eine Imbissbude an. Wir werden da was Kleines snacken. Mittlerweile hat es auch angefangen zu regnen. Für mich ist das eine kleine Reizüberflutung, aber die Jungs, die jetzt hier hinten fahren, das sind welche mit Straßenquads.
denen geht es wahrscheinlich genauso wie mir, die die komplett falsche Bereifung drauf haben. Ich habe halt noch das komplett falsche Gefährt dazu. Aber naja, irgendwas ist ja immer, ne? Irgendwas ist ja immer. Alter, macht das eine Laune gerade. Oh, das ist so unglaublich laut. Sieht das geil aus. Alter, hört das! Jetzt fühle ich mich mit meinem Auspuff schon wieder leise. Ah. Schaut euch das mal an. Ich finde, das sieht ganz geil aus. Ja, Mann. Ja, das ist schon geil. Das ist ein echt geiles Bild. Guckt euch an. Ja. Ja, doch. Ja. Was meine Kleine auf jeden Fall hier nach der Tour braucht, ist eine Wäsche. Eine richtige Wäsche. Die ist jetzt, ich sehe es schon, durch den Regen wird die fleckig. Eine kleine Schönwettermaschine. Du musst mehr geschunden werden. Schön mit Kreisverkehrflocken, so muss das sein in der Kolonnenfahrt. So muss das sein. Die kleinen Kinder. So, hier ist das Ziel der weiten Reise. Ein kleiner Imbiss, ein ganz, ganz kleiner Imbiss. Guckt euch die Kuh an. So, Freunde, ich werde jetzt da was essen. Herrlich. So, Leute, wie ihr seht, ist der Parkplatz wieder leer. Es wurde lecker gegessen. Und übrigens nur zu empfehlen, der gute Imbissladen hier vorne an der B75. Übelst korrekter Besitzer. Da vorne seht ihr gerade Wolli, der mit dem Besitzer am Schnacken ist. Vielen Dank nochmal an Wolli für die Einladung, dass ich dabei sein durfte. Das war ein Ausblick in eine neue Welt, die sehr Spaß gemacht hat. Allein die Ausfahrt hat Bock gemacht. Und hier beende ich jetzt auch das Video mit dem, wo Wolli fährt. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, Freunde. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Schön mit euch. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.